Trauung mit Turbulenzen. Um Meister Mastodons Amulett zu stehlen, hatten sich Po, Klinge, Mr. Ping und Rukmini in den Palast von Jayesh geschlichen. Doch Diya hatte die vier enttarnt und an Jayesh verraten. Auf frischer Tat ertappt! Wie könnt ihr es wagen, mich zu bestehlen und zu glauben, ihr kennt ungeschoren davon? Was denn gestohlen? Wir würden niemals jemanden bestehlen. Rukmini hatte alle Gäste der Verlobungsfeier beklaut und verliert ausgerechnet jetzt ihre Beute. Po versucht eine Notlüge. Wir haben das alles mit reingebracht. Hey, das ist meine Kette. Jetzt erkennt Jayesh die alte Affendame. Ich kenne dich. Vom Markt. Ich wusste, dass du Abschaum bist. Wo ist der Stab? Ich hab dir 50 Silberlinge dafür geboten, aber jetzt nehme ich ihn mir einfach so. Ich habe ihn schon verkauft. Siehst du, hab doch gesagt, dass es gut ist, ihn zu verstecken. Jetzt mischt sich Diya ein. Das hier ist es, worauf diese diebischen Kanalratten es abgesehen hatten. Meister Mastodons Amulett. Sehr töricht. Wenn du nicht gewesen wärst, wären sie damit entkommen. Betrachte die Festnahme der Diebe als mein erstes Hochzeitsgeschenk. Und die Rückgabe dieses wundervollen Amuletts als Zeichen meiner Treue und Vertrauenswürdigkeit, zukünftiger Schwiegersohn. Ich war mir bei dir nicht sicher, Diya, aber jetzt erkenne ich, dass die Verbindung unserer Familien ein Vorteil für die gesamte Gemeinschaft ist. Wenn ich mir das so ansehe, finde ich, dieses Halsband gäbe ein hübsches Tali für meine Hochzeit ab. Es wird wohl Zeit, ein Datum festzulegen. Oh, also, da du es gerade erwähnst, wie wär's mit jetzt? Heute! Sofort! Diyas Tochter Padma stolpert zu Jayesh. Jayesh hat nervösen Schluck auf. Ich wollte sagen, schon bald, aber ja, wieso nicht heute? Hört mal her, ich lade euch alle auf meine Hochzeit ein. heute. Kein Problem, wir warten einfach, bis sich alles beruhigt hat und klauen es dann einer Braut. Direkt an ihrer Hochzeit. Wir sind immer noch die Guten, oder? Die Schurkenkantine wäre bereit, auch ganz kurzfristig eine große Gruppe unterzubringen. Diya, du hundertprozentige Verräterin! Ein Schlangenwärter wickelt sich um Rukmini und auch Po, Klinge und Mr. Ping werden festgenommen. Oh, ich werde mich ganz furchtbar an dir rächen, du schlecht gemachter Papadam, du Haufen! Sei still! Führt sie ab! Ich werde noch erfahren, was sie wirklich mit dem Stab angestellt hat. Was die anderen angeht, sperrt sie ein. Um sie kümmere ich mich später. Vielleicht nach meinem 80-tägigen Flitterwochen-Segeltörn um die Welt.